Hey du, was erwartet dich in Lernfeld 4 und wie sieht es eigentlich aus? Das Lernfeld 4 besteht aus insgesamt 5 Fächern, mit denen du dich in deiner dreijährigen Erzieherausbildung auseinandersetzen wirst. Diese 5 Fächer nennen sich Grundlagen, Naturwissenschaften, Sport, Kunst und Musik. Das Ziel des Lernfeldes 4 ist die sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen professionell im Rahmen von mindestens 600 Unterrichtsstunden zu gestalten. Und mit was beschäftigen sich die einzelnen Fächer während der Ausbildung? In den Grundlagen setzt du dich mit dem Schreiben einer Planung für die Durchführung eines Angebots mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auseinander. Dies ist für den späteren Berufsweg von Vorteil, da du dadurch gezielter auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingehen kannst und auf Grundlage dessen die Kompetenzen der zu Erziehenden besser fördern kannst. Das Fach Naturwissenschaften beinhaltet das Erlernen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse sowie das Kennenlernen altersspezifischer Experimente. Während deiner Zeit im Unterrichtsfach Naturwissenschaften wirst du lernen, verschiedene Modelle zu erstellen und diese für Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene verständlich zu formulieren. Im Fach Kunst erweiterst und verbesserst du deine künstlerischen Fähigkeiten und lernst neue Aspekte der Kunst sowie künstlerische Angebote und Methoden für die Kinder kennen, um diese mit den Kindern und Jugendlichen entsprechend durchführen zu können. Im Musikunterricht erlernst du ein Harmonieinstrument, wie zum Beispiel die Gitarre oder die Ukulele, spielen. Dadurch kannst du in deinem späteren Berufsleben mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen musikalische Angebote anleiten. Im Sportunterricht lernst du dich selbst und deine eigenen körperlichen Fähigkeiten und Grenzen kennen und ob du dich sportlich ausreichend betätigst. Des Weiteren erlernst du verschiedene Bewegungsangebote in verschiedenen Institutionen und bei verschiedenen Altersgruppen anleiten und durchzuführen. Wir hoffen, wir haben dir einen guten Einblick in das Lernfeld 4 ermöglicht und eventuell einige deiner Fragen beantwortet.